Hier sehen Sie zukunftsfähige Lagertechnik bei einem EMS-Dienstleister. Für die SMT-Produktion setzt die Zollner Elektronik AG ein automatisiertes Lagersystem der zur Lagerung und Verwaltung ihrer SMD-Bauelemente ein. So wird größtmögliche Lagerkapazität auf minimalem Raum geschaffen. Für den Einsatz bei Zollner wurden mehrere Automaten zu einer Einheit verbunden. Einzulagernde Gebinde werden über eine Bildverarbeitung vollautomatisch vermessen. Das System errechnet den kleinstmöglichen Lagerort in der entsprechenden Höhenklasse der Anlage. Anschließend wird das Gebinde mit einer Genauigkeit von 0,2 mm an diesem Ort abgelegt. So ist gewährleistet, dass das Lagervolumen optimal ausgenutzt wird. Alle relevanten Daten der verarbeiteten Bauelemente werden in der zollnereigenen MES-Datenbank gespeichert. Das Lagersystem verwaltet im Zusammenspiel mit dem Zollner MES-System die feuchtigkeitsempfindlichen Bauelemente. Permanente Trockenlagerung schützt die MSL-Bauteile vor Feuchtigkeitsaufnahme. Oxidationen werden gestoppt und die Benetzungsfähigkeit sämtlicher Bauteile bleibt erhalten. Neben der Anforderung einzelner Gebindeeinheiten zur Auslagerung ist es möglich, komplette Fertigungsaufträge bzw. Rüstungen zu kommissionieren. Laufwege und Wartezeiten werden reduziert. Über Standardschnittstellen ist das Lagersystem mit dem Zollner MES-System gekoppelt. So liegt jederzeit eine aktuelle Information über den Warenbestand vor. Zusätzliche externe Lagerorte werden über die Software mit überwacht und verwaltet. Durch diese Einbindung in den Produktionsablauf sorgt das System für die strikte Einhaltung des FIFO-Prinzips bis hin zur automatischen Nachlieferung verbrauchter Gebinde an den Bestückungsautomaten.